Hi Leute, Sam hier. Willkommen zu einer neuen Folge Sam in the Box. Ich wurde des Öfteren mal gefragt, ob ich ein iPhone Review machen kann, und das mache ich hiermit mal. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Los geht's! Die Abmessungen sind exakt genauso wie beim iPhone 6S: 138 mm x 67 mm. Das iPhone 7 ist 7,1 mm dünn und wiegt 138 Gramm. Meiner Meinung nach genau die richtige Größe und sehr handlich. Das IPS-Display ist 4,7 Zoll groß mit einer Auflösung von 1334 x 750 und 326 ppi. Neue 7-Megapixel Frontkamera für deutlich bessere Selfies. Es gibt keinen Home-Button im herkömmlichen Sinne, stattdessen versucht Apple mittels Taptic Engine uns das Gefühl durch Vibrieren zu vermitteln. Zuerst fühlt es sich sehr komisch an, aber nach einer Gewöhnungszeit will man es nicht anders haben. Die Stärke der Vibration können in 3 Stufen eingestellt werden. Touch ID ist nach wie vor drin, somit lässt sich das iPhone per Fingerabdruck entsperren. Die Positionierung der Tasten ist wie beim iPhone 6S gleich geblieben. Auf der rechten Seite Laut- und Leiser-Knöpfe und die Mute-Taste. Auf der linken Seite wie gewohnt der Power-Button und der SIM-Slot. Das iPhone 7 verfügt über 2 Lautsprecher sowohl unten als auch oben im Ohrmuschel. Hört doch einfach mal selbst! Das ist meine geile Gaming-Maus, Leute. Aber bevor wir zu der Maus kommen, gucken wir noch mal rein, was alles in der Box drin ist. So, die kann man jetzt abnehmen. Kurze Anleitung. In der Box haben wir noch eine Box. Der Speicher hat sich in der Standardausführung von 16 GB auf 32 GB erhöht. Wahlweise ist das iPhone 7 mit 32, 128, 256 GB zu haben. Allerdings ist der Speicher leider nicht erweiterbar. Das iPhone 7 hat keinen 3,5 mm Klinkenanschluss mehr. Zukünftig soll man Kopfhörer entweder via Bluetooth oder eben mit einem Lightning-Kabel anschließen. Ein Lightning-Klinkenadapter ist im Lieferumfang miterhalten. Ich persönlich finde es sehr gut, da ich generell kein Fan von Kabel bin. Die Antennenstreifen sind beim iPhone 7 elegant an das Design angepasst und somit kaum sichtbar beim Jet Black Modell. Das iPhone 7 gibt es in 5 verschiedenen Farben: Roségold, Gold, Silber, Mattschwarz und Diamantschwarz bzw. Jet Black, wie ich es hier habe. Optisch ist das iPhone 7 unglaublich schön, allerdings hat es ein paar Nachteile. Das iPhone 7 in Jet Black ist vor Kratzern und Fingerabdrücken nicht zu retten. Selbst wenn man ultra vorsichtig damit umgeht, sind die Mikrokratzer dennoch zu sehen. Somit sieht das iPhone 7 in Jet Black in kürzer Zeit abgenutzt aus, was wirklich schade ist. Dennoch fühlt sich das iPhone 7 sehr hochwertig an, so ist aber auch der Preis. Die kleinste Variante beginnt bei 759 Euro. Auf der Rückseite haben wir die 12-Megapixel-Kamera, die Kamera ragt wieder deutlich hervor. Durch die Linse ist es etwas störend, wenn man das iPhone 7 auf die Rückseite legt und es beim Berühren wackelt. Der Akku hat eine Kapazität von 1960 mAh. Im Vergleich ist es 10% mehr als beim Vorgänger. Das Display hat weiterhin einen 3D-Touch. Das iPhone 7 läuft sehr flüssig dank dem Apple A10 Fusion Chip mit 2,34 GHz Quad Prozessor und 2 GB RAM. Als Betriebssystem dient das iOS 10. Die neue Display-Aufwachfunktion ist meiner Meinung nach etwas nervig, allerdings habe ich von vielen Freunden gehört, dass sie diese Funktion durchaus praktisch finden. Die Kamera macht wirklich qualitativ hochwertige Fotos. Dank der niedrigen Blende kann man auch sehr gute Fotos im Dunkeln schießen. Fast Charging ist leider Fehlanzeige, auch Wireless Charging suchen wir hier vergebens. Das iPhone 7 ist mit IP67 zertifiziert, das steht für staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen bei einer maximalen Wassertiefe von 1 Meter. Diese Definition von IPX7 schließt unter anderem andere Flüssigkeiten oder nicht normale Temperaturen aus. Also, damit schwimmen ist nicht, beziehungsweise auf eigenes Risiko. Apple gibt keine Garantie für Feuchtigkeitsschäden. Für euch habe ich mein iPhone 7 riskiert und ins Wasser getaucht. Anfangs hatte ich ein mulmiges Gefühl, aber das iPhone hält tatsächlich längere Zeit unter Wasser aus. Meiner Meinung nach reicht Wasser- und Staubresistenz auch vollkommen aus, und falls das iPhone 7 aus Versehen mal ins Wasser fällt, hat man genug Zeit, um es rauszuholen. Mein Fazit: erst die Kontrast, hoher Preis, altbekanntes Design, kratzeranfällig, für einige zu wenig Speicher. Aber das neue iPhone 7 bringt auch sehr viele positive Sachen mit. Die fasse ich für euch jetzt mal zusammen. Hochwertiges Design, super Verarbeitung, helles Display, sehr schnelle Performance, sehr gute Kamera,
sowohl auf der Rücken- und Vorderseite, Stereo-Lautsprecher, staubdicht, wasserdicht, bessere Akkulaufzeit und Wiederverkaufswert.